So, ich werde immer noch extrem oft nach einem Kopfbau im Oblako S gefragt, obwohl ich das ja schon ziemlich oft gemacht habe. Aber ja, mache ich heute wieder einmal. Insbesondere nach Somo Strong Sorten darin werde ich gefragt. Deswegen heute den Strong Melon darin. Ja, ich fange gleich mal an zu bauen und zeige euch dann, wie ich das gebaut habe. So, also wie immer habe ich jetzt das Ganze mit dem Gabelrücken angedrückt. Ich baue immer leicht über den Rand und drücke dann hier so runter, dass es ganz, ganz fein angepresst ist und randhoch ist. Ihr seht es hier heute auch ziemlich genau randhoch. Ich spanne jetzt wieder ganz normal die Alufolie drüber und dann sehen wir uns auch schon beim Fazit zu dem Tabak. So, also viele schreiben mir, dass der Kopf im Oblako S manchmal nach 20, 30 Minuten schon vorbei ist. Ich rauche in dem Setup immer mindestens 45 Minuten, eher eine Stunde. Also es hält locker so lange. Es kann sein, dass wenn man zu viert raucht, also vier Schläuche an der Pfeife hat und alle dann saugen wie Staubsauger, dass der Kopf schneller durch ist. Das ist natürlich klar. Wenn mehr gezogen wird, dann ist der Kopf auch schneller durch, aber ich ziehe jetzt auch ziemlich viel und wie gesagt, bei mir hält das 45 Minuten bis eine Stunde und ich habe eigentlich keine Probleme mit dem Setup hier. Viele sagen auch, sie haben Probleme mit der Alufolie, dass die angesogen wird. Hier muss man einfach das Spannen gut üben, dass die Alufolie gut gespannt ist und ich kann da nur Panzeralufolie empfehlen, zum Beispiel die von Somo, die ist top, damit habe ich nie Probleme und einfach das Spannen üben, üben, üben und irgendwann wird das dann auch funktionieren. Noch zum Tabak, der Strong Melon ist eine extrem leckere Honigmelone von Somo, schön süß und frisch, wie bei allen Strong Sorten von Somo, also mag ich sehr, sehr gerne. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen weiterhelfen, dann war es auch schon für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.